Eine Premiere wird es geben. Wir machen unseren ersten Livestream zu Colonization, dem runden Strategiespiel auf der technischen Basis von Civilization 4, am Freitag, 30. August ab 21 Uhr auf Twitch TV. Wir, die Veranstalter, das sind civforum.de, das große deutschsprachige Fanforum zu Civilization und Colonization, und mein Let's Play-Kanal auf YouTube. Und hiermit spielen wir mit Tuck, mit The Authentic Colonization, unserer deutschsprachigen Community-Modifikation, die wir im civforum in einem großen Team gemeinsam in mehrjähriger Arbeit entwickelt haben. Zwei der Tuck-Modder werden beim Live-Abend am Mikrofon sein, mein Co-Moderator Elwood und ich selber Writing Bull. Und das hier, das ist die Szenarienkarte, die wir spielen werden, die Aufgabe im sogenannten Spiel des Monats August. Das ist ein gemeinsamer Wettbewerb von civforum.de und des internationalen englischsprachigen Cyphernetics Forums, ein Wettbewerb, der federführend von uns, dem deutschen Forum, jeden Monat organisiert wird. Im August führt uns dieser Wettbewerb hierhin, nach Brasilien. Wir schlüpfen in die Rolle von Martim Afonso de Sosa, den der König von Portugal beauftragt hatte, sich einen möglichst großen Batzen der neuen Welt unter den Nagel zu reißen. Eine klitzekleine Siedlung haben wir bereits errichtet. Das ist diese hier. Und ihr seht, zwei freie Kolonisten sind hier. Ein paar wenige Startgebäude, Zimmerei, Gemeindehaus, Bootsteg. Klein fängt man an. Das ist die einzige Stadt und ein kleines Stückchen weiter weg, ganz im Osten auf dem Meer, vom Ozean. Aus Portugal kommen wir her. Das ist unser Startschiff. Das ist die Porta Alegre, eine Karavelle, und an Bord sind ein Späher, mit dem wir den Amazonas-Dschungel, das Amazonas-Becken erkunden wollen, und hier eine Kolonialmiliz, unsere erste einzige Verteidigungseinheit, ein erfahrener Fischer, bewaffnet und ausgerüstet, um unsere Stadtstart zu beschützen. Und der Rest, der liegt hier im Fog of War, im Kriegsnebel, unter anderem hier ein Dorf der Tupi, eines der vielen Ureinwohnervölker, auf das wir treffen werden, und hier, das sind die Franzosen, die hier ebenfalls eine Artilleriegarnison, eine erste Verteidigungseinheit stehen haben, in einem benachbarten Dorf, und hier noch ein Dorf der Tupi. Das ist das Wenige, das ganz, ganz Wenige, was wir wissen hier über das Amazonasgebiet. Und ansonsten gibt es hier im Dunkeln nur sehr, sehr viele Textmarkierungen, wie ihr seht. Ganz viele Orte wie hier links Brasilia oder andere Markierungen. Einige geben Städte, Dörfer an, unserer Rivalen, der anderen Europäer. Hier ist beispielsweise ein Dorf der Holländer. Andere dieser Textmarkierungen geben dagegen einfach nur irgendwelche Grundstücke an, und das sind die Städte, die wir errichten sollen, beziehungsweise die wir unseren Rivalen wegschnappen sollen. Denn das ist die Aufgabe hier im Spiel des Monats August, die wir haben. Wir müssen zum einen uns mindestens 50% der Landfläche auf der Spielkarte sichern, für uns, für Portugal, für unseren König, und wir müssen an diesen 11 markierten Standorten, die müssen wir zu 11 großen Städten aufrüsten, aufbauen, und müssen auf jeder dieser Standorte eine Stadtgröße von 10 errichten, mindestens 10 Stadtbürger dort ansässig machen. Und wir haben noch eine kleine Zusatzaufgabe hier in Brasilia. Da müssen wir einen Regierungspalast errichten. Und wer Colonization und wer Tuck, wer diese Mod kennt, der weiß, das ist gar nicht so einfach. Das ist ein Gebäude, was man erst ganz, ganz am Schluss errichten kann, wenn man die Stadt sehr groß, sehr üppig und sehr reich aufgebaut hat. Das als erster kleiner Vorgeschmack auf unsere Karte, von der wir allerdings vieles jetzt noch gar nicht wissen, wo welche Indianerdörfer liegen, wo die kostbaren Bonusressourcen sind, wo die Rivalen ihre Startdörfer und Starteinheiten, Startschiffe haben, wo alte Grabstätten im Hinterland liegen, die unsere Scouts plündern könnten. Das alles liegt noch im Fog of War, im Kriegsnebel. Wenn ihr ihn gemeinsam mit uns lichten möchtet, dann Freitag, 30. August, 21 Uhr könnt ihr das machen auf Twitch TV.
Und wenn ich gemeinsam sage, dann meine ich das übrigens tatsächlich so, denn ihr könnt im Chat nicht nur auf Twitch.tv mitdiskutieren, Fragen stellen, sondern auch mitentscheiden. Elwood und ich werden immer wieder in die Runde fragen, welche Tipps und Wünsche ihr habt. Außerdem werden wir für euch Zuschauer noch ein kleines Minispiel organisieren. Drei Preise wurden uns dafür gestiftet. 2K Games, der Verleger von Civilization, hat uns ein Exemplar der Gold-Edition von Civilization 5 spendiert und ein weiteres Exemplar von Brave New World, dem funkelnagelneuen zweiten Add-on von Civ 5. Und von meinem Let's Play-Kollegen Tom.io habe ich für euch ein Exemplar des Bahngiganten erhalten, auch bekannt unter dem Titel A-Train 9. Spiele selbstverständlich nicht etwa zum Runterladen, sondern stilecht in der Schachtel und selbstverständlich original verschweißt. Also, wir sehen uns Freitag, 30. August, 21 Uhr. Falls es euch übrigens bis dahin in den Fingern juckt, diese Partie schon einmal am eigenen Computer vorzuspielen, dann findet ihr das Safe im Civ-Forum im Bereich zum Spiel des Monats. Den Link dorthin findet ihr unter diesem Video. Also, bis bald auf Twitch.tv.